Bei den letzten 3 Jahren haben wir einen einzigartigen Prozess in Österreich durchgeführt. Mehr als 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben einen Sachstandbericht produziert. Also sie haben versucht, das beste und neueste Wissen über Klimaveränderung zu dokumentieren und auch die Wege nach vorwärts besser zu verstehen, also welche Handlungsmaßnahmen wir haben. So, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Und was tun wir dagegen? Naja, eindeutig zu wenig. In der Sprache der Fachleute heißt das, Österreich schöpft seine Potenziale bei der Energieeffizienz und bei erneuerbaren Energien nicht aus. Was soll das heißen? Wir könnten viel mehr tun. Tun wir aber nicht. Und warum? Weil das eine irrsinnig große Aufgabe ist. Damit Österreich das Ruder noch irgendwie herumreißen kann, müssten wir unseren Energieverbrauch auf lange Sicht halbieren. Wir brauchen eine große Transformation unserer Gesellschaft. Also das sind keine marginale Veränderungen. Um sehr, sehr tiefe Emissionsreduktionen zu erreichen, muss sich fast alles, was wir machen, ändern. Und wie? Naja, essen wir Erdbeeren einfach wieder zur Erdbeerzeit. Und nicht im Winter. Verzichten wir auf fette Autos, um damit zum Einkaufszentrum am Stadtrand zu fahren. Vor allem, was notwendig ist, ist das Energiesystem zu dekarbonisieren, nämlich die Treibhausgasemissionen von Energiesystem über diesen Jahrhundert auf Null zu bringen. Jetzt ist die Zeit, etwas zu unternehmen und kein Beitrag ist dabei zu gering. Alles, was wir tun, jeder einzelne Beitrag hilft. Tun kann jeder etwas. Das ist das Schöne am Klimawandel, dass man nicht hilflos ist, sondern dass jeder Einzelne in seinem Bereich sehr viel tun kann. Das fängt natürlich an damit, dass man weniger Energie verbraucht, entweder durch effizientere Geräte oder eben tatsächlich weniger Bedarf. Dass man auf erneuerbare Energien umsteigt, aber es geht darüber hinaus, Verbrauch insgesamt, also Reduzieren des Konsums, Reduzieren des Verbrauches, ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und das geht natürlich dann weiter. In vielen Fällen braucht man die Unterstützung von der Gemeinde oder vom Staat, dass die entsprechenden Anreize auch gesetzt werden oder dass die Möglichkeiten geschaffen werden wie ein öffentliches Verkehrssystem. Und selbstverständlich ist auch die Wirtschaft ganz stark in der Pflicht, hier aktiv zu werden. Der Staat hat uns sogar schon Arbeit abgenommen und eine Richtung vorgegeben. Damit man die Folgen des Klimawandels abwenden kann, muss ein sogenanntes globales 2-Grad-Ziel erreicht werden. Das 2-Grad-Ziel ist ein Richtwert der internationalen Klimapolitik. Man will versuchen, die globale Erwärmung bei 2 Grad zu beschränken, und zwar gemessen am Niveau von ca. 1850, also vor Beginn der Industrialisierung. Derzeit ist die weltweite Durchschnittstemperatur bereits um knapp 1 Grad angestiegen. Einige schlaue Köpfe haben berechnet, dass wir überhaupt nur dann eine Chance haben, wenn es uns gelingt, die Treibhausgase in den nächsten 35 Jahren um sage und schreibe 90% zu reduzieren. Das sind alle politischen Versuche sicherlich gut gemeint. Sie reichen nur bei weitem nicht aus. Denn zum Schluss kommt der Zeigefinger. All diese neuen Strategien, alle neuen Technologien, das ist vollkommen sinnlos, wenn wir nicht eines endlich begreifen. Wir müssen unseren Lebensstil ändern.